Anders als Rolle. Köln 50.667 Neuling Jeni kein Partyger. Seit Januar macht Jeni Farm als cooles Kick-Gimmi die Welt von Köln 50.667 unsicher. Wer jetzt aber denkt, dass die hübsche Brünette auch im wahren Leben gerne an ihn drauf macht, liegt meilenweit daneben. Promiflash trifft den Serien-Nekrome auf der Globe 2018 in Dortmund und hakt nach. Wie viel haben Kimi und Jeni tatsächlich gemeinsam? Die Antwort könnte nicht überraschender sein. Was uns sehr unterscheidet, ist, sie ist ein sehr lebendiges Partymädchen, geht viel aus, killt gerne mit Jungs und so und das bin ich eher weniger. Ich bin mehr der ruhige Typ, gibt das frisch gebackene Kameragesicht zu. Statt sich nächtlichen Exzessen hinzugeben, genieße es die Beauty lieber, in ihrer Freizeit zu Hause auf der Couch zu entspannen. Für stundenlange Netflix-Sessions und leckere Schlemmereien sei sie dagegen immer zu haben. Diese gemütlichen Musherstunden verbringe die Hochschulabsolventin am liebsten mit ihrem Freund. Seit stolzen 7 Jahren seien ihr Schatz und sie bereits unzertrennlich. Wie er wohl zu Jenis plötzlichen On-Screen-Eskapaden steht. Er unterstützt mich in allem, nur Szenen, in denen ich jemand anderen küsse, schaut er sich nicht so gerne an, lacht Jeni.